Hi, heute habe ich euch nach Bodensee gebracht. Hier gibt es eine Insel, die heißt Insel Mainau. Die ist mit ihren Blumen sehr, sehr berühmt. Wart ihr schon mal in Insel Mainau? Was habt ihr hier so alles erlebt? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt es bitte in die Kommentare. Jetzt schauen wir mal, wie es hier auf der Insel so zugeht. Ich bin persönlich das erste Mal da, obwohl ich eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr oft am Bodensee war. Aber bin selber gespannt, wie es hier abgeht. Jetzt muss ich selber erstmal schauen, wie ich auch hier von hier aus auf die Insel komme. Auf der Insel ist Autoverbot, deshalb haben wir es hier auf dem Parkplatz geparkt. Da kostet die Tagesgebühr nur 5 Euro, das passt. Ob es auch einen Preis gibt, um auf die Insel zu kommen, werden wir jetzt gleich sehen. Also ich glaube, dass wir hier Eintritt bezahlen müssen. Ich gehe mal davon aus, mal schauen, was es kostet. Ich würde es dann gleich sagen. Also ich musste gerade meinen Geldbeutel holen, weil ich vergessen hatte, sie mitzunehmen. Jawohl, also pro Erwachsene kostet 22 Euro der Eintritt. Also wir haben schon jetzt gerade überlegen müssen, zu zweit 44 Euro wird sich das lohnen. Aber jetzt sind wir schon da und ich dachte, ich gehe mal rein. Vielleicht ist ja wirklich so schön, dass sich das gelohnt hat. So, das sind unsere Eintrittskarten. Die haben wir jetzt gerade vorhin gekriegt. Und wie gesagt, 45 Euro mit der Parkmünze zusammen. Warum eigentlich? Das müsste doch mehr kosten. Ah, Parkplatz 1 Euro. Achso, fürs Parkplatz haben wir 1 Euro bezahlt. Ich weiß nicht warum, dort stand aber vorhin 5 Euro Tageskarte fürs Parkplatz. Weiß ich nicht, vielleicht hat der was Gutes für uns gemacht, Schatz. Er hat nur 1 Euro verlangt fürs Parken, keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, das Baden wäre auch ein Riesenspaß. Wenn ihr so schaut, wie klar das Wasser am Bodensee ist, wunderbar. Wirklich top. Super sauberes Wasser. Also ich muss sagen, ich stehe am Anfang vom Insel Mainau und das, was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich wirklich sehr, sehr erblüfft. Man denkt vielleicht, was willst du auf einer Insel, wo es eh nur Blumen gibt, aber es geht darum, wie man diese Blumen eigentlich so darstellt. Abartig schön. Also mir gefällt es hier gerade wunderbar. Es ist wirklich ein Tagestrip wert. Ich bin noch nicht fertig und ich bin mir sicher, wir werden heute noch hier auf der Insel Mainau noch einiges erleben. Was lernen wir daraus? Urlaub ist in Deutschland ist kein Problem. Haltet euch an die Covid-19-Vorschriften und dann würdet ihr und mit eurer Familie zusammen ohne Probleme hier in Deutschland auf eine sichere Art Urlaub machen können. Finde ich auch ganz nett, dass es auch einige Tiere auch zu sehen gibt, so wie die Ponys. Ich glaube, da fahren die Kinder bestimmt voll ab darauf. Ich bin mir sicher, dass man da hinten gleich auf den Ponys noch reiten kann. Klar ist es aber vielleicht zu den Covid-19 zu Corona-Zeiten vielleicht nicht gerade ungefährlich. Also ihr habt ja gesehen, wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch geht, bis wir die Insel durch haben. Aber wir haben einen Fehler gemacht, dass wir abends um 4 hierher gekommen sind. Jetzt sind wir schon seit 3 Stunden unterwegs im Schnelllauf und es ist wirklich viel zu sehen hier. Meine Empfehlung, kommt morgens hierher, bringt genug zum Essen oder Trinken mit, falls ihr wegen der Corona nicht in der Gaststätte sitzen wollt. Und ihr müsst die Insel von morgens bis abends, ich glaube bis um 9 Uhr könnt ihr dann hier bleiben. Mit Wasser, wirklich. Genießen. Ja. Lasst euch Zeit, trinkt euer Kaffee, sitzt euch auf irgendeine Bank, plaudert ein bisschen, genießt es einfach. Das ist so Entspannung pur. Also das ist, hat zwar nichts mit Wellness oder mit einer Kur zu tun, aber das ist ein ganz anderes Feeling.
das war's jetzt von der Insel Mainau. Es wird jetzt langsam spät. Meine Frau möchte jetzt irgendwo campieren, irgendwo im Wald. Und ich habe noch so Hamburger dabei. Also das heißt, ich werde heute noch ein bisschen grillen. Und aus diesem Grund werde ich jetzt hier das Video beenden. Mich würde es wirklich interessieren, ob es euch gefallen hat. Mir hat es sehr gefallen. Nur das Einzige, was ihr hier machen müsst, was ich auch schon vorher gesagt habe, kommt morgens hierher und bringt die besser den ganzen Tag hier. Nicht so wie wir, so 3-4 Stunden, weil für das ist die Insel wirklich viel zu groß und es gibt viel zu viel zu sehen. Es ist einfach sehr, sehr schön gewesen. Wunderschön. Wir sind fasziniert, obwohl ich jetzt nicht gerade so ein Blumenexperte bin, aber das da hier, das ist schon ein ganz anderes Level. Falls es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen hoch und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt und abonnieren würdet, würde es uns auch sehr, sehr gefallen. Das würde uns noch mehr motivieren und dann würden wir wahrscheinlich auch mit der Motivation an noch viel, viel schönere Stellen auf der Welt, was heißt viel, viel, es ist überall eigentlich schön, aber noch mehr Videos machen und das würde uns wirklich sehr, sehr motivieren. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Video. Ciao, Baba. Perfect.